Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Roleplay von Dragrolia. Ja, ich habe gedacht, ich werde den Server Drara nennen, aber es ja, tönt ein bisschen blöde. Und ja, es sind halt Dra, also zweimal Rara. Und wer aber auch einen Verbesserungsvorschlag hat, der darf es gerne senden. Und ja, wenn ihr mitspielen wollt, der Server ist noch an bis zum 9. Januar. Und dann muss ich halt eben entscheiden, weil ich habe momentan schlechte Internetverbindung. Keine Ahnung, wieso da Swisscom so viele Probleme macht. Wir haben alles eingezahlt, das ist natürlich klar. Wir haben auch keinen schlechten Standort momentan und so weiter. Nee, es ist einfach Swisscom. Macht einfach nichts. Einfach nur schlecht. Finde ich doof. Ja, wir haben hier ein paar Fischchen. Ja, gleich das Nicht-Fisch reintun, genau. Ja, komm, machen wir das auch hier rein. Dann bin ich noch reingegangen. Haben wir recht viele Sachen hier. So, jetzt auch schon wieder ein bisschen wenig Platz. Und, 2x64 Eisen können wir auch mal noch brennen. So. Dann haben wir hier auch das Inventar wieder ein bisschen freier. Gut, schade, dass einfach die Interesse momentan nicht so da ist an Minecraft. Viele wollen halt einfach immer aktuelle Spiele spielen. Oder einfach, ja, wenn etwas Neues ist in Minecraft, zum Beispiel ein neuer Mod oder so, aber nie so richtig, ja. Das Spiel ist halt 10 Jahre alt, ich kann es verstehen. Weil vor 2 Jahren hatte ich viel mehr Erfolg mit Wild und Wild natürlich, also das Thema Umweltverschmutzung und Umweltschützen war richtig beliebt. Und jetzt leider, ja, irgendwie was fehlt. Keine Ahnung, aber ihr dürft gerne auf den Server kommen. Seid ihr erst, die so richtig aktiv auf dem Server sind. Und es kommen dann auch wieder neue. Aber eben, ich brauche halt zuerst Leute. Und ich bin halt jetzt momentan nicht so bekannt. Ich bin zwar mit Champions of Regnum und Path of Exile recht bekannt jetzt wieder ein bisschen. Also immerhin viel mehr als die meisten anderen YouTuber. Aber okay, ja. Es gibt eben so recht viele Deutsche, die halt nicht so Erfolg haben. Vor allem auch bei Minecraft. Sind sehr wenige, die nur Erfolg haben. Und das sind meistens die, die diese Projekte machen. Und das möchte ich ja eigentlich auch. Nur dafür müsst ihr halt auch mitmachen. Also Minecraft kaufen für 25 Euro, wenn ihr es noch nicht habt. Und dann ja, mit der Java Edition reingehen, auf den Server kommen, Regeln lesen und schon freue ich mich, oder? Ja, also was machen wir heute? Heute gehen wir in den Nether. Aber dafür müssen wir eine Welt stellen. Und ich, mein Internet ist nicht gerade gut eben. Also es könnte eventuell crashen oder so. Ich glaube, so ist es richtig. Ich hoffe. Also es geht jetzt momentan noch. Aber es könnte jetzt gerade laggen, aber das sieht man nicht so, wenn man stillsteht, wenn man läuft, dann wird man gebremst. Okay, es ist gegangen. Und jetzt wahrscheinlich sind wir in einer normalen Welt, weil wir so kehrt herum gemacht haben. Ja. Ich glaube, Remove. Ja, gut. Nether Farm, Nether. Easy. Machen wir das auf Easy. Was World Removed vom Config. Aha, das ist noch vom Löschen.
Also dann machen wir jetzt einfach eine für F. Wenn du das so willst. Und ja, das sieht schon eher nach F aus. Dann haben wir das richtig. Okay. Dann machen wir ein slash set warp mit der Farm. Machen wir nur netter. So. Gut. Und dann können wir eigentlich hier beginnen. Was ich noch habe, ist eine Angel gecraftet. Ich glaube, ich hatte wieder nur Level 27, aber gut. Ich kann leider nicht so gut angeln, weil es eben leckt. Weil ich so eine schlechte Internetverbindung habe. Naja. Also. Wir haben einen Untergrundneffer. Ja? Ich habe jetzt schon wieder die falsche Taste gedrückt. Jetzt muss ich mich zuerst mal mich umgewöhnen. Nicht so einfach. Und ja. Gibt halt schon Probleme. Ja. 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 Mir ist ein bisschen zu laut. So, mal kurz runtergestellt und feindliche Kreatur noch leiser. Oh, yeah. Was ist denn hier für ein Leck? Das ist wahrscheinlich jetzt gerade der Server, der nicht so viele Pakete verschickt, weil meine Internetverleitung nicht so gut ist. Sollte eigentlich nicht so sein, aber das liegt einfach am Host, eventuell, wenn es manchmal ein bisschen buggt oder am Spiel. Ja, ist gut, ich komme raus und töte die. Ich habe keinen Bogen. Okay, wenn wir jetzt darüber buddeln. Oh, ey. Mann, die Steuerung ist immer so sensibel, man kann kaum stoppen. Läuft man und dann hat man plötzlich ein Loch, sieht es, aber kann gar nicht mehr reagieren. Ja, das ist Minecraft, das hat unterschiedliche Höhen und Tiefen von den Decken und so. Hallo. Ist denn nirgends mehr? Also ich buddle jetzt hier die Glowstone runter. Von mir aus kannst du halt dich versteckt halten. Sicher hier oben oder so. Dieses Biest, der Biester. Das sind wirklich die schlimmsten Gegner. Ja, und ich habe halt die Welt noch nicht editiert. Die müsste ich jetzt auch noch kurz im FileZilla Config ändern. Es könnte sein, dass wir halt einfach sterben und allein sind futsch. Weil wir machen eigentlich das nicht gerne, weil der Server immer wieder Lags hat. Und deshalb lieber ein Keep Inventory-Ding spielen. Auch weil man halt eben auch ein bisschen PvP hat. Ist nicht in dieser Welt, aber sonst. Und deshalb, ja. Einfach momentan, solange jetzt die Spiele auch sagen, okay, es ist okay, dass wir das Inventar nicht verlieren und so, machen wir das einfach mal noch so, weil der Zockerbro, der möchte lieber, dass wir Keep Inventory anhaben. Kann ich verstehen. Weil es ist schon frustrierend, dass Anfänger. Könnte schon machen, dass in der PvP-Welt dann Keep Inventory aus ist. Aber das wäre ja dann mega unfair, weil dann verliert man alle Items. Wenn jemand dich killt. Also ja, ist halt einfach ein bisschen PvP-typisch. Vielleicht ein Plugin oder so machen, damit man irgendwie etwas verliert. Vielleicht so Anzeichenpunkte-Plugin wäre geil. Dass man irgendwie, wenn man viele Spiele tötet, ankommt bei den Leuten. Oder gefürchtet wird eher. Da einfach im Reich dann ankommt und bei den Gegner gefürchtet wird. Das wäre geil. Ja, irgendwie so etwas. Also ich bin sehr weit jetzt dran, alles zu verbessern. Also es wird wahrscheinlich ein super Server werden, wenn er dann Erfolg hat.
und wir halt einfach einen Plugin-Macher haben. Aber einer hatte sich gemeldet, er würde gerne Plugins machen, nur ja, ich habe nichts mehr von ihm gehört. Das ist das Problem, dass die Leute halt einfach immer etwas wollen und dann sind sie wieder weg. Dass sie halt einfach die ganze Zeit irgendwie beschäftigt sind. Und dieser Beschäftigungszwang der Menschen ist halt einfach nicht so kollegial. Geht weg, hey, ich muss hier abbauen. Losers. Schweinchen. Sind nur aggro, wenn man sie haut. Oh, das ist Schweine-Zombie-Mobbing. Ja, und ich habe eine mega gute Story rausgesucht für die Adventure Map. Die umzusetzen wird schwer. Also wenn ich jetzt wieder besseres Internet habe, mache ich Livestreams und tue mit euch dann die Story machen und alles mögliche, die Adventure Map bauen. Vielleicht eventuell auch hier in diesem Modus, in dem Ding-Modus, Survival-Modus. Wäre ja nicht schlecht, hä? Guten Tag, wo seid ihr? Ihr macht ein bisschen zu viel Lärm, Herr Garst. Ja, ja, ist gut. Ich weiß es. Es ist nicht leicht, hier zu gammeln. Und ein bisschen Schokolade. Ah, okay. Ja, ich bringe ein bisschen Schokolade aus der Schweiz. Ja. Und? Nicht murmeln. Kommt bald. Auch unbedingt einen Bogen. Also Lavablöcke haben wir auch noch ein bisschen gefarmt. Ist doch nett. Sehen schön aus. Machen anderen weh. Ja, mein Humor ist schon pech schwarz. Ja, aber leider kommt es nicht gut an. Ich wollte mich hier ein bisschen runter. Vor allem Deutsche und Österreicher verstehen meine Witze halt nicht so gut wie wir Schweizer. Wir Schweizer haben schon gerne schwarzen Humor. Und nerven sich auch nicht davon ab. Also eigentlich kaum nerven. Dankeschön, lieber Lavafluss. So. Ja, die nehmen wir wegen dem Level. Also jetzt haben wir schon 32 Level, das geht sehr schnell. Aber auch, damit wir ein bisschen schön bauen können. Also ich habe jetzt nicht gerade so Lust wegen dem Setting, weil wir ja Piraten, Wikinger sind. Aber eventuell so eine Römerstadt oder so am Spawn, also die Adventure Map machen, wäre nicht schlecht. Hallo, guten Tag, liebe Damen und Herren. Damen vor allem. Schweinezombies sind Damen. Habt ihr nicht gewusst? Miau. Racen wir wieder hier raus. Aber finden es nicht. Ja. Wieso? Ah. Enderman, Enderman. Enderman, Enderman. Enderman, Enderman. This is the Enderman. Ist ein komisches Neffer. Sei so zu. Ah, Glowstone wartet wieder. Cool. Happy. Ja, so können wir ganz viele Redstone-Lampen machen. Und dann mache ich auch mal ein bisschen Redstone-Verbindungen, aber die Kritik war völlig unnötig und lässt mich eigentlich mega kalt.
Ja, da hat sich jemand kritisiert, weil ich nicht gut für Transport Fever 2 spiele, weil es sehr fest leckt und ja, es nicht gerade so ein tolles Wirtschaftsspiel ist, wirtschaftlich auch sehr schwer ist, unausbalanciert. Kommt er plötzlich mit Redstone, spielt doch mal ein bisschen mehr mit Redstone, wenn ich doch nicht will. Ich finde Redstone sowas von langweilig. Es ist nicht meins. Das können Leute machen, die halt einfach ein bisschen mehr Bock haben an auf Redstone. Ich könnte wirklich alle Schaltungen, muss sie nur einfach halt auch machen. Oder vielleicht auch wissen, halt, wie man das nochmals macht, weil man halt nicht ständig die ganze Zeit arbeitet mit Redstone, wenn man die Redstone nicht sehr mag. Weil Minecraft ist eigentlich ein Bau- und Rollenspiel und kein Technikspiel und trotzdem hat Minecraft Redstone bekommen und jetzt meinen alle, sie müssen Redstone machen und dürfen nicht ohne Redstone sein oder wie. Ist irgendwie nicht gerade so, ja, dass ich es sage, es ist nötig. Nein, keine Festung, es ist nur ein bisschen, ja, schwebendes Material, ne Freck. Guten Tag. Ich brauche eine Enderfestung. Ich habe immer Enderfestung im Kopf. Ich will wieder dorthin zu den Schalkers. Ein bisschen durch die Gegend schweben. Ja, gut, also dann haben wir keine Verfestigung gefunden, aber ich habe jetzt gar keinen Bock hier noch weiterhin zu sein. Weiterhin zu stacken und so weiter, das ist nicht so meins. Weil es halt sehr langweilig und langwierig ist. Sehr, sehr lange dauert. Ja, ich brauche unbedingt eine neue Kiste, aber ich habe auch wieder Holzprobleme. Müssen wir ein bisschen Holz, also ich mache das einfach dann. Liebes Internet, lass mich doch einfach in Ruhe. Okay. Okay. Jetzt. Falsche Taste gedrückt. Ich mag das nicht, mach das wieder weg. Wenn es nickt, dann hat man nicht die Möglichkeit, sie verbunden zu machen. Aber wenn man muss, dann geht's. Also wenn man auf eine Kiste drückt, dann geht's. Ja, machen wir das halt auch hier rein. Und die Tür können wir auch mal hier rein tun. Dann verzaubern wir doch nochmal kurz. Irgendwas. Nochmal so eine Spitzhacke oder direkt schon mal ein Schwert. Ein Bogen. Haben wir da. Ja, wir haben 25 Pfeile. Nehmen wir mit. Und. Ne, noch ein Schere mal rein. Und ich brauche Fäden. So. Einen schönen Bogen für den Dragen. Basler. Und wir haben bald keine Fäden mehr, aber mit dem Bogen können wir ein paar Spinnen handeln. So schön Jägers Ding. Nach Jägersart. Ja. Ne, wir machen gleich nochmal einen Bogen. Und schauen, dass wir da Ding dazukommt. Infinity. Wie heißt auf Deutsch? Unendlichkeit. Ja, jetzt habe ich auch keine Sticks mehr. Es geht alles vorbei. Es schwindet. Das Nirvana. Unsere Items sind einfach zu sehr schnell vorbei. Man kann leider nicht wechseln, also lassen wir das mal noch.
Und gehen auch einfach mit dem Bogen sonst auf die Jagd. Nach Skeletten, dann haben wir mehr Pfeile. Ich weiß leider, laut Zocker Pro 02, der hat nämlich einen Spawner gefunden, aber ich glaube kein Skelett-Spawner. Wo die sind. Wir gehen jetzt mal in die Farmwelt. Kurz schauen. Ja, noch 10 Minuten. So. Und gehen mal nach Süden. Gehen wir mal nach Norden. Oder waren wir auch schon? Ich glaube in die Richtung. Das ist ein Dorf. Aber das ist das Dorf, was wir gefunden haben am Anfang. Ja, die Kuh kann leben bleiben. Also, wir warten, bis es hier Nacht wird. Und dann töten wir ein paar Skelette. Vielleicht hier runter mal. Wir gehen mal in eine Höhle und machen einfach Bogen-Action. Wird schon gehen, aber es hat hier keine Höhle. Ja, aber nicht um Spawning. Ah, sonst hat es keine Höhle. Ja, gut. Ah, da ist ja der Bruder. Von dir brauche ich Pfeil. Hast du ein bisschen abgenommen, lieber Bruder? Nicht angesprochen fühlen. Ich meine nicht dich, ich meine meinen Bruder, den ich nicht habe. Ich habe nur eine Schwester. Schade, dass du so inaktiv bist, aber machen wir bitte weiter, bitte. Wir brauchen noch ein bisschen besseren Server. Ja, viele tun sich halt heutzutage zu viel angesprochen fühlen. Wenn man mal Witze macht und so und dann irgendwie einen Namen sagt, der gleich ist wie er oder so, also ein anderer. Ein Typi. Also ich denke, das Dorf ist eigentlich schon geplündert. Sieht jetzt noch nicht so aus wegen den Dingblöcken. Weizenblöcken sozusagen. Ah ja, genau, Schleime wollte ich doch schon die ganze Zeit. Könnten wir vielleicht noch erreichen. Indem wir hier im Sumpf ein bisschen warten, bis es dunkel wird. Wie ist denn die Sonne? Ja, natürlich genau falsch. Also ich werde hier bleiben und Schleime farmen. Schleime farmen. Und, ja, Skelette töten. Hä? Wir haben leider doch, wir haben einen Pfeil bekommen und zwei Knochen. Sehr schön. Die am Tag auch nicht spawnen, die Schleime scheinbar. Wieso eigentlich auch? Keine Ahnung. Oh ja, die schönen Blumen hier noch einsammeln. Ich habe noch auf Blumenfest. Irgendwie ist das entstanden. Ja, ich hatte es eigentlich schon immer, aber es ist eigentlich entstanden, weil ich einem Reich natürlich war. Nein, Reich unnatürlich, genau. Und wollte immer den natürlichen die Blumen schenken. Das verschönern. Das ganze Gebiet mit Blumen, das weiß ich noch. Aber hab's dann immer unterlassen, weil ja, es ist schon natürlich gemein, wenn man überall Blumen setzt. Weil das schon Spam-Items sind, sozusagen. Naja. Ich habe ja China genommen als Reich damals. Das war richtig toll. Also das war wirklich eines der schönsten Reiche, die ich gemacht habe. Recht groß, waren wirklich viele Projekte dran. Zum Beispiel eine Stadt haben wir angefangen, einen Hafen und ja, so Sumpf, Industrie im Sumpf. Das war cool. Das könnten wir eigentlich hier auch machen in der Rollenspielwelt. Ein bisschen irgendwie so Moderne mit Mittelalter vermischen. Hallo? Wie geht's denn, Skelett? Dürft schon gerne. Da ist es, okay. Ja, gut. Wenn ihr so blöd seid und runterfällt, dann sicher ich nicht abknallen.
Dann baller ich nicht auf euch. Schlechte Skelette. Schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ich habe einfach zu fest gemerkt. Ja, sehr gut, ja. Ich habe die Tasten nicht mehr richtig gedrückt. Wenn man sie gerne drücken möchte, aber sie einfach nicht einfach falsch drückt. Ich habe nicht so gut. Ich weiß. Ja, so also langsam haben wir auch Eisen, also deshalb können wir dann bald noch ein Schmiede, also am Boss machen. Und dann halt eben die Spitzhacke reparieren oder verschmelzen mit einer anderen. Ja, jetzt bin ich hier. Okay, wieder zum Spawn scheinbar. Keine Höhle mehr, nichts mehr. Okay. Aber was ist das, die Höhe 37? Okay. Na, ich finde irgendwie nichts. Bitte Höhle wieder. Na ja, gut. Also beenden wir den Part halt. Und ich werde noch ja, rausgehen. Okay. Zu lange Videos möchte ich gar nicht machen. 26, okay. Dankeschön fürs Schauen. Im Livestream geht es, sobald ich besseres Internet wieder habe. Und auf Twitch, gell? Also twitch.tv/dragobasler. Und dann kommt ihr auf meinen Kanal dort. Tschüss.